So, Making Waves. Der letzte. Den darf wieder Coco machen. Darfst du auch mal ein bisschen zeigen, was sie drauf hat? Indem sie Jetski fährt. Yeah. Dann geben wir mal Gas mit X. Lenken mit dem Control Stick und dem Analog Stick. Wir können hier über Rampen fahren. Wir können. Wir sollten den Bomben ausweichen. Nicht wir können, wir sollten den Bomben ausweichen. Mit 4 können wir abbremsen. Und sonst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen hier. Das Ding ist eigentlich ganz simpel zu bedienen. Oh, das wird knapp. Das war knapp. Ich wusste, es passierte, aber ich wollte nicht bremsen. Die Kiste hat mich zu sehr verlockt. Das Gebiet ist übrigens abgegrenzt. Ich komme nicht über diese Bojen durch. Oh, irgendjemand schießt da auf uns. Finde ich nicht schön. So. Bei der Möwe müssen wir aufpassen. Wenn die Möwe nämlich auf der Kiste sitzt, werden wir die Kiste zerstören, greift sie uns an. Wenn sie in der Luft ist, können wir die Kiste zerstören, ohne Angst um unser Leben zu haben. Kristall mitnehmen. Das Witzige ist immer, den Kristall in dieser Welt habe ich früher als Kind immer verpasst. Aber seit ich das weiß, habe ich ihn immer dabei. Nach dem spektablen Crash 2 weiß ich ja, man sollte aufpassen, dass man den Kristall auch wirklich mitnimmt. Siehe Welt 4 war es, ne? Level 4. So, noch 6 Kisten. Ich glaube, das müsste passen. Sonst müssen wir halt nochmal zurückfahren. Ja. Haben wir alle? Ja, Paul. 2 Stück noch. Das sind die 2. So, her damit. Sehr schön. 5 Kristalle, 5 Edelsteine. Ich glaube, diese Sammlung lässt sich eigentlich ganz gut zeigen. Für die ersten 25 Minuten Aufnahme. So. Gut, wir haben die Kristalle Tiny abgeluxt. Das Problem ist, er möchte es jetzt wirklich wissen. Nur noch ein Level ist gerade verfügbar, nämlich der von Tiny. Tiny Tiger, der Bosskampf. Geh mal rein und zeigen, wer hier der wahre Boss ist. Crash, Coco, stahlen die Kristalle! Tiny bringt sie zurück in die Gladiatorenarena! Ja. Dann treffen wir uns halt in der Gladiatorenarena in Rom, im Kolosseum. Ja, der Cortex, so eine Art alias Julius Caesar. Und Tiny ist der Löwe. Schön. Passt doch alles. So, Tiny, komm her. Eigentlich ganz simpel. Er versucht uns zu zerstampfen. Dann kommt er mit seinem komischen Dreizack. Und das ist seine Schwachstelle. Und dann kommen die Löwen. Die man zerstören kann. Sollte man aber nicht sagen, oh, das ist einfach. Wenn man nämlich das Timing nicht perfektioniert bei den Löwen, happen. Seid doch happy, happy. Aber sonst, Tiny, ich weiß nicht, du bist irgendwie schwach. Ich habe vor den Löwen Respekt. Die haben mich mehr als nur einmal gefressen. So, jetzt komm. Ne, Cortex Maximus. Ah, okay. So, Grätsche. Du liegst da halber unten. Egal. Ist schön. So, was haben wir denn hier? Das sieht ja seltsam aus. Sollen wir es aufsammeln? Machen wir es nochmal. Neue Fähigkeit, Super Bauchlandung. Für stärkere Bauchlandungen drücke Sprungtaste X und Kreis am höchsten Sprungpunkt. Wir haben ein Power-Up bekommen, können jetzt stärkere Bauchlandungen durchführen, die Schallwellen erzeugen. Das heißt, nach jedem gewonnenen Bosskampf erhalten wir eine neue Fähigkeit. Gut gemacht, Kinder. Durch euren Sieg über Tiny habt ihr die Pforte in die nächste Zeitzone geöffnet. Kehrt in die Mitte dieses Zeitwirbels zurück, um zu speichern.
Daraufhin wird die Pforte in die zweite Zeitzone geöffnet. Schön. Also, nachdem wir den Boss besiegt haben, bekommen wir eine neue Fähigkeit und schalten die zweite Welt sozusagen frei. Das war Welt 1, jetzt haben wir Welt 2 freigeschaltet. Wie ihr seht, das Kraftfeld ist unten. Bedeutet, wir können hier jetzt in die Level 6 bis 10. Aber ich würde sagen, wir speichern erstmal. Und ja, ich habe wieder ein bisschen mit den Cheatcodes rumgespielt. Ich habe wieder hier einen Spielstand drauf, der wieder über das Normal geht. Aber ich glaube, das ist ja nicht so schlimm, ne? So, es müsste eigentlich derselbe sein. Da steht jetzt einfach Crash B. Ich weiß ja, welcher das ist. So. Ja, passt. Gut. Wollen wir gleich da loslegen? Obwohl, ich zeige euch noch kurz was, was es mit diesen komischen Relikten auf sich hat. Denn es gibt jetzt den sogenannten Zeitmodus. Und wir bekommen einen Relikt, wenn wir den Level in 1 Minute und 2 Sekunden durchspielen. Dann bekommen wir einen dieser Relikte. Also in jedem Level gibt es einen Relikt. Und da müssen wir schnell sein. Warum musst du uns denn immer ein Dorn im Auge sein? Hm? Was? Wo war ich? Tiny war ein guter Junge. Er hasste alles und jeden, aber er hatte trotzdem ein gutes Herz. Sei nächstes Mal netter zu meinen Handlangern. Wir sollen netter sein, dann sollen sie nicht die ganze Zeit versuchen, uns zu fressen. Fertig aus. So, wir sind wieder hier in dem Level. Und diese Uhr müssen wir einsammeln, dann beginnt der Zeitmodus. Und dann müssen wir so schnell wie möglich durch den Level. Wir verlieren Akku, falls wir ihn hätten. Alle Wumperfrüchte verschwinden und die Kisten verändern sich, wie man sieht. Und ich mache hier so ein bisschen Schlitterangriff. Macht uns ein bisschen schneller. Ja, so natürlich nicht. Und da gibt es eine sogenannte Zeitkiste. Die tut uns 2 Sekunden die Zeit anhalten. Gibt auch eine mit 1 Sekunde oder mit 3 Sekunden. Am besten alle zersprechen lassen. Und natürlich heil ankommen. Es gibt auch keine Checkpoints. Hier zählt das pure Können. Und es ist nicht immer einfach. Also bei manchen Leveln, da muss man echt ein bisschen öfters das machen. Danke, du Arsch. Aber ist mal eine Herausforderung. Macht Spaß. Natürlich kann man es auch ein bisschen einfacher machen, indem man rennt. Also es gibt ganz am Ende gibt es eine Rennfähigkeit, da kann man dann wirklich sprinten. Das ist dafür optimiert, aber es geht auch so. Wir haben einen goldenen bekommen. Also es gibt den normalen, den goldenen und dann gibt es noch Platin. Wir geben jetzt einfach mal LP ein. So. Haben hier den goldenen bekommen. Es gibt noch den Platin. Wenn man überall Platin hat, kriegt man sogar noch einen geheimen versteckten Edelstein, der aber nicht zum Durchspielen gebraucht wird. So, Tiny hat nichts mehr. Der arme Sack. Ich würde sagen, die Relikte heben wir uns zwar später auf, wenn wir diese Sprintfähigkeit haben. Das macht es nämlich alles viel angenehmer. Gehen wir doch jetzt erstmal in den Level Nummer 6. Das ist wieder Mittelalter. G-Witz. Und diesen Charakter da oben kennen wir noch gar nicht. Ist vielleicht ein neuer Handlanger von Cortex. Vielleicht lernen wir ihn ja früher oder später mal kennen. Jetzt auf jeden Fall müssen wir erstmal 100 Kisten sammeln. Und da habe ich gerade das Spiel überfordert. Kann ja auch mal passieren. Jawohl, danke. So, durch unsere neue Fähigkeit können wir jetzt diese Kisten zerstören. Ich weiß, bei Crash 2 konnten wir das schon auch so. Aber hier ist es notwendig. Er dreht sich und macht richtig schöne Schallwellen, die Gegner in der Nähe auch zerplatzen lässt. Zerplatzen, das hört sich auch sehr gesund an. So, der Zauberer, der möchte uns verzaubern. Schön. Erstmal die Hose ausziehen und dann ganz verschwinden. Ich glaube, damit kann man leben, ne? Ziege, geh weg. Aber was haltet ihr bis jetzt von Crash 3? Also es gibt wieder das gute alte Edelstein-Kristall-Prinzip wie aus Crash 2. Es gibt die neuen Relikte. Und ich finde, die Level sind auch sehr schön gestaltet. So, bevor ich die hole, mache ich ja schon mal die Kiste hier kaputt. Bevor die mir
wieder zu Stahl wird. Da habe ich immer am meisten Angst vor. Weil die kann ich ja dann nicht mehr zerstören. So, Leben her. Also lebenstechnisch geht es im Moment uns gut. Das wurde ja am Ende von Crash 2 ein bisschen knapper, aber ich glaube, ich stelle mich hier ein bisschen besser an. Was willst du denn? So, in die Eier. Schön. Oh, die Ziegel habe ich gar nicht gesehen. Ich habe die ganze Zeit auf das Huhn geguckt. Upsi. Konzentration. Sollte vielleicht hier nicht fehlen. Auf mit deinem Schwert rumzuschwingen. Das tut weh. Hi. Bye. Ziege, verpiss dich. So. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Man kennt das alte Sprichwort. Jawohl. Ich gucke immer, ob die TNT-Kisten auch wirklich losgehen. Manchmal hat man nämlich das Pech und es geht nicht los. Und dann... wo habe ich es denn verpasst? Ja, komm. Komm, da rein. Oh, Froschi. Oh, Froschi. Komm, da. Schöne Nitro-Kiste. Ist gesund. Komm schon, Froschi. Jawohl. So geht's auch. Obwohl, den konnte man da reinlocken. Die verfolgen dich ja, weißt du? Jawohl. Schön. Machen sie Nitro-Kisten für uns kaputt und töten sich selber. Das sind mir die Liebsten. So, wie gesagt, hier muss man ein kleines bisschen denken, damit man die eine Kiste dort unten nicht mehr erreichen kann. So, jetzt holen wir uns erstmal ein paar Bonusfrüchte hier ab. Hui. Na? Na? Jawohl. So, warte. Jawohl. Ist schön. So, alles kaputt machen hier. Dass ihm nicht irgendwann mal der Kopf wehtut, obwohl Mario tut auch nicht weh. Die haben halt Stahlköpfe. Aufpassen. Ja, nicht so aufpassen. Schön. Ich sag doch, ich liebe solche Sprünge. Pixel genau, sonst tot. Beziehungsweise dann landet man halt hier. Und darf es nochmal versuchen. Vielleicht mache ich es zuerst so, ich laufe erstmal an allem vorbei und hole mir zuerst die Kiste, bevor ich mir hier den ganzen Hopp-Galopp-Ding da umsonst mache, weil ich nochmal runterspringe. So, ich glaube, das lief sogar ein bisschen besser. Okay. Ja. Nein. Mist. Okay, ich kann es vielleicht versuchen, dass ich einfach dann auf die andere Seite springe. Vielleicht sollte ich daran mal denken, weil bis er umgedreht hat, um in die andere Richtung zu springen, ist es schon zu spät. Aber so habe ich es halt immer gemacht. Das ist ja das Witzige. Alte Traditionen lässt man ja so ungerne fallen, ne? Komm, scheiß drauf. So. Ich scheiß auf Wumperfrüchte. Hui! Yeah! So, pass auf. So. Dann kann ich... Das musste jetzt sein, ne? Das war ja so... Okay, warum fail ich hier rum? Das war einer der einfachsten Bonusräume. Wohlgemerkt. Vorführungseffekt. Ne? Kennt man doch. Ne, ich möchte nicht angeben, dass ich das Spiel kann wie ein Pro. Möchte ich nicht. Ich bin so jemand nicht. Wenn ich es halt nicht kann, dann kann ich es halt nicht. Dann kann ich alles von mir verlangen. Versuch's mal selber. So. Wenn ich jetzt den Schalter drücke... ich glaube, das bringt mir nicht viel. So. Einfach den richtigen Winkel. Jawohl, dann haben wir alle. So, jetzt gehen wir doch endlich. Puh. Die 100 haben wir gleich. Kriegen noch ein Leben. Schön. Also wie gesagt, wir haben jetzt keine Leben durch die ganzen Bonusraum-Fails verloren. Aber Akku halt, weil ich glaube, da hatten wir einen.
Nein. Nicht stöhnen. Ziege? Oh, schade. Oh, ich treffe heute nicht. Dankeschön. So. Perfekt. Volle 100. Läuft super. Wir haben bis jetzt überall einen edelsten Kristall abgeknüpft. Cortex wird sich freuen. Hang 'em high. Da kriegen wir aber leider nur im Moment den... Ne, wir bekommen gar keinen. Kann es sein? Ich glaube, wir... Obwohl... Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, wir bekommen den silbernen, also den normalen Edelstein. Den Kistenedelstein bekommen wir vielleicht. Ich weiß es gerade nicht mehr auswendig. Aber den Kristall auf jeden Fall. Den gelben, den können wir erst ganz spät holen. Also das Projekt wird auf jeden Fall länger gehen, weil ich möchte wirklich heute mal gucken. Heute genau. Das werde ich nicht heute durchspielen. Aber ich möchte echt gucken, dass wir wirklich mal alles einsammeln. Wird auch mal eine Herausforderung wieder mal für mich. Aber hier mache ich es lieber als in Crash 2. Weil das Spiel ist mir einfach viel vertrauter. Na, Kiste zerstören. Schon was davon gehört? Komm, fall runter. Jawohl. Und, wie ist die Aussicht dort unten? Hm, keine Antwort. Ist auch eine Antwort. So, komm. Geh weg. Na, fliegst du schön. Flieg mal in das Fenster rein. So. Gut, da haben wir erstmal den Kristall. Da ist der Bonusraum. Schön, wie die Plattform uns immer dorthin fliegt. Yeah. Ja, sowas kann natürlich auch mal passieren, dass man so weich landet, dass man die Kisten nicht kaputt macht. Ist gut, um drauf zu laufen. Oh, was nehme ich denn da? Ich glaube, ich nehme das Leben. Wenn es schon so angeboten wird, ne? Oh, hier muss ich aufpassen. Nein! Fail! Ich komme da nicht mehr hoch. Oh, ist das böse. Ich muss die TNT treffen. Muss leider nochmal gehen. Ich muss die TNT-Kiste treffen, dass es ein TNT-Ding wird, weil sonst unten der Schalter nicht aktiviert wird. Und da braucht man halt ein gutes Timing. Also irgendwie habe ich es halt drauf. Mit den Kisten gleiten. So. Probieren wir es nochmal. Jawohl, perfekt. So. Ein Leben. Früchte. Noch mehr Früchte. Und noch mehr Früchte. Das sind insgesamt 4 Leben und 20 Kisten für uns. Lecker, lecker Wumpa-Früchte. So, holen wir uns gleich nochmal eins ab, hä? So. Jetzt muss ich gerade gucken. 56 von 96. Müsste klappen. Ich glaube, da in dem Raum, wo man die gelben, wo man den gelben Edelstein holt, sind, glaube ich, nur Nitro-Kisten. So, hier muss ich nachher nochmal zurückkommen, wenn ich den Nitro-Kisten-Schalter aktiviere, weil... Da hinten ist übrigens der gelbe Edelstein. Da hinten sieht man ihn. Weil, wenn ich jetzt den Nitro-Kistenschalter drücke, bin ich nicht mehr im Radius. Dann wird die normale Kiste nicht mit explodiert. Das meine ich damit. Man sollte nochmal zurückgehen und gucken, ob wirklich auch alles explodiert ist. Da haben wir doch gleich beide versammelt. So. 4 Stück, das passt. Na, dann kriegt man den.
Der Gelbe muss noch ein bisschen warten. Den holen wir auch noch. So, drei Stück noch. Die sind da hinten. Die haben wir gerade aktiviert mit dem Grauen. Grauen. So, komm, verpiss dich, ey. Hör auf rumzufliegen, das macht man nicht. Dankeschön und tschüss. Das muss ich gerade überlegen. Wir müssen halt gucken. Also einen roten Edelstein. Den roten Edelstein kriegen wir in Welt 3. Den können wir auch sofort mitnehmen. Wenn ich es gut anstelle. Können wir den gleichzeitig mit dem Kristall und mit dem normalen Edelstein holen.